Jetzt bin ich ja beim Volk von Reh angelangt wieder, ne? Und Reda hat ja hier einen Auftrag. Waffen sind verschwunden. Alle reden über nichts anderes mehr. Aber niemand hat sie gefunden, Bayek. Zumindest bisher nicht. Aber du wirst sie finden. Und dir nehmen, was du brauchst. So läuft das eben in der Wüste. Fundsachen. Finde die verlorenen Waffen. So, warte mal, jetzt gehe ich mal ganz kurz in die Ausrüstung hier mal wieder. Hier war ich mir schon wieder gefühlt ein paar Tage nicht. Nein, natürlich eine längere Zeit nicht. Und hier habe ich schon wieder haufenweise Zeug, was ich nicht brauche. So, dann haben wir im Nahkampf noch ein bisschen was. Ich ja schneller zerlegen, weil das kann man ja alles gebrauchen, die Sachen. Und dann habe ich auch noch ein paar Schilder. Okay. Alexanders Schild habe ich jetzt. Okay. Nahkampfwiderstand und Feuerwiderstand. Dann habe ich dieses hier. Dann war es das. Okay. Dann gehen wir auf der Karte schnell mal gucken. Und wir müssen sowieso in die Richtung. Aber das heißt, wir können diese drei hier machen. Dann heißt, ich mache jetzt erstmal das erste. Was da ist. Halte ich jetzt erstmal hier hin. Okay, das war jetzt nicht wirklich geritten, ne? Irgendwie war das gerade auch ein bisschen... Aber ich habe gedacht, hier kommt ein Weg lang. Hier kommt ein Weg lang. Hier geht ein Weg lang, Mensch. Aber irgendwie hat sich das nicht ergeben gerade, merke ich. So. Dann hier liegt ein Mörder. Seht dieses leblose Gefäß. Die Überbleibsel eines Mörders, der die Götter um Vergebung anflehte. Mein armer Mann, unsere Ehe war erst 3 Tage alt und voller Leben, erdrosselt in einem betrunkenen Streit wegen eines Würfelspiels. Seht, wie die Götter sein Flehen nicht erhört haben. Seht, wie sie mich nicht davon abhielten, Rache zu üben. Seine Seele war dazu bestimmt, diese Welt zu verlassen. So, dann habe ich jetzt diesen Ort und dann muss ich einmal nach hier. Irgendwo da vorne, genau. Das ging ja gerade mal richtig gut. Bin ich ja gar nicht von mir gewohnt, wenn ich gegen die kämpfen muss. Teil eines Tagebuches. Buchs. Tag 39. 6 meiner Männer sind tot. 12 bleiben übrig. Die Hälfte davon steht kurz davor aufzugeben. Doch vielleicht haben die Götter meine Gebete erhört.
In der letzten Nacht zog ein heftiger Sturm auf, tauchte unsere Arbeitsstätte in Sand. Ich dachte schon, das wäre unser Ende. Aber als wir aufwachten, fanden wir Knochen, Waffen und Artefakte, die vom Sturm aufgedeckt wurden. Vielleicht sind das die Überreste von Kambyses, verlorenem Heer. 50.000 Perser verschwanden vor fast 500 Jahren spurlos, nachdem sie in Richtung des Orakels von Siva aufgebrochen waren. Diese Entdeckung hat meinen Männern neues Leben und neue Moral eingehaucht. Jedoch ist nicht zu verleugnen, dass wir schon viel zu lange hier draußen sind. Die Sonne fordert ihren Tribut und die Scharmützel zwischen den Rebellen und Ptolemäern kommen immer näher. Vielleicht müssen wir diesen Ort ganz aufgeben. Wie tragisch das wäre. Bis wir zurückkehren, wurde vielleicht alles wieder von der Wüste verschlungen. Mhm. Also war hier entweder eine Expedition oder sowas in dem Dreh. So, dann müssen wir einmal noch dahin. Oder will ich? Mal damit ich dann hier alle Orte abgeschlossen habe. Geierfelsen oder was? Geiernest. Abgeschlossen und dann können wir jetzt hier hin reiten. Ja, das wird jetzt da oben sein, ne? In diesem Lager. Zeroslager. Ich sammle die Truppen. Die Truppen. Dieser Ort wird schwer bewacht. Schoßhunde eurer griechischen Herren, ha? Ich sammle die Truppen. Zu stark, der Bastard. Ja. Das ist gut. Ja. Hey, hast du das gehört? Sei wach. Wir legen jetzt erstmal eine Falle. Uns überrumpelt nichts, Bruder. Da ist nichts drin. Die Quest erledigt. Oh, einen fetten Aldebaran. Seltenen Kriegsbogen. Okay. So. Den. Aber das Lager auch. Jetzt kann ich mir überlegen, wo ich hingehen will, ne? Machen wir einen Steinkreis der Apis? Ja, ne? Ich überlege gerade, wie ich übrigens am besten hinkomme. Ah, hilft nur reiten. Hilft nur hinreiten. Irgendein Hinweis? Jetzt dahin.
Irgendwo da ist der Steinkreis der Apis. Wir werden den machen und dann kann ich zu den Grabkammern bzw. wieder zu diesem Mechanismus, ne? Oh Gott, nee, danke. Sorry, aber da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf, mich mit den Hyänen zu prügeln. Die Begräbnismulde. Ja, habe ich gemacht, ja, wollte ich gerade sagen. Und da oben ist es. Der Steinkreis der Apis. Okay. Hier oben. Okay. Papo, was ist das Beste im Leben? Gerechtigkeit und Wahrheit. In Ehre zu leben. Die Schwachen und Armen zu beschützen. Und deine Mutter zu ehren. Mein Freund Kenon hat gesagt, unsere Feinde zu vernichten. Und die Wehklagen ihrer Frauen anzuhören. Wir sind Magi, Sohn. Keine Barbaren. Apis, der Stiergott. Er ist die Stärke des Pharao. Er wird als Kalb mit besonderen Kennzeichen wiedergeboren. Der Pharao findet dieses Kalb und huldigt ihm. So, Deli. Und jetzt... Jetzt habe ich ja hier so ziemlich alle Orte gemacht, ne? Also, so ziemlich. Hier habe ich übrigens... Wie kann das sein, dass ich da noch einen Ort vergessen habe? Und hier auch noch zwei. In Inyamu. What habe ich da vergessen? So, dann würde ich sagen, ab nach Yamu und dort die Orte. Jetzt mache ich die Orte erstmal. Ich kann mich nicht daran erinnern, wieso ich die nicht gemacht haben soll. So, als erstes werden wir dann diesen Ort aufsuchen. Ich habe manchmal das Gefühl, es tauchen Orte erst irgendwie gefühlt später auf. Also irgendwie später in der, wenn du die Story weiter spielst. Weil das kann ja nicht sein. Ich habe ja die, eigentlich bin ich der Meinung, bevor ich die Gegend verlasse, mache ich eigentlich immer alle Orte. Das habe ich mir so angewöhnt. Aber irgendwie habe ich hier scheinbar gepennt. Weil im Bereich von Yamu habe ich drei... Sachen nicht. Was? Oh. Packt ihn ab!
So, dann kann ich das noch mitnehmen. Und weg. So. Und jetzt will ich hier hin. Da ist das gar nicht schneller, als ich das so mache. Glaube ich jedenfalls nicht. Da reite ich jetzt schneller eher durch. Diese Hüse. Ich komme aber gerade nicht drauf, warum ich das nicht gemacht habe. Wie gesagt, ich wiederhole mich da. Ich glaube, ich habe das taucht manchmal später auf, weil ich kann mich irgendwie dran erinnern, dass ich ja hier das gemacht habe alles. Und dann bin ich auch der Meinung, dass ich die Orte hier abgeschlossen habe. Ich wollte gerade sagen, hier ist nämlich auch ein Steinkreis, genau. Okay. Rennen wir kurz in die Richtung. Was sagen wir, das ist eigentlich auch noch in Ordnung, ne? So, Hato vom F-Cut. Wow, das ist aber ein bisschen crazy, was hier abläuft. Lieber Saheb, ich habe versucht, dieses Gebiet von anderen Banditen zu säubern, aber ich verliere jeden Tag Männer. Die Schlangen hier sind zahlreich und ihr Gift muss direkt von Aphopis stammen. Ich brauche mehr Waffen, um sie zu bekämpfen, sonst bin ich der Nächste, fürchte ich. So, und jetzt hier in der Wüste von Yamu. Einmal auf da noch hin.
Schlangennest muss das sein. Diese Grabräuber gerieten in einen Sandsturm, der ein Schlangennest aufdeckte. Eine Reihe unglücklicher Ereignisse. Ist dieser Ort verflucht? Ja. Und damit habe ich diesen Ort und jetzt habe ich wieder alles. Das ist so schlimm mittlerweile, Leute. Guckt euch das an. So, und jetzt... So, in der Gegend war ich. Dann wäre ja eigentlich das hier das nächste, ne? Genau, das. Oder ich gehe erstmal hier hin. Nee, warte mal, wie ist das aus? Wir gehen dahin. Theos Elpis Spalte und dann gehen wir von dort aus in diese... dahin. Genau. Genau, da einmal hin. Da einmal hin. Da holen wir uns das jetzt. Vor allem bin ich gespannt, wo das ist. Ach, übrigens, mir fällt doch noch was ein, was ich hier nicht geschafft habe. Mir hat hier der Hauptmann gefehlt. Mhm. Das heißt, ich könnte ja eigentlich eher mal hier hinreisen. In der Hoffnung, dass ich den jetzt kriege. Irgendwo muss er also hier rumturmen. Und irgendwo da in diesem Felsspalt müssen die Sachen sein. Hier lang, hier lang, ne? Hier lang. Wow. Nee, falsch abgebogen. Falsch abgebogen, da lang. Gott. Hier lang. Hier lang. Weil bevor ich dann das da mache, will ich das hier noch erledigt haben. Damit ich nämlich sagen kann, ich habe alle Orte, nicht wie eben diese drei Orte, nicht gemacht habe. Diese Zone ist tabu. Danke. Die Götter segnen. Ich sammle die Truppen. So gütig. Ich danke dir. Lass ich dich leiden. Ich sammle die Truppen. Dafür lasse ich dich leiden. Ich bring dich um. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Ich sammle die Truppen. Erbärmlich. Das ist einfach. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Ich möchte sagen, das hat gesessen. Und dann habe ich jetzt nämlich auch dieses Lager erledigt. Sehr schön. Und jetzt geht's ab zum Grabmal. Hier ist übrigens diese Sobek-Prüfung. Und hier ist irgendwo noch diese Sachmet-Prüfung.
Aber da traue ich mich irgendwie noch nicht ran. Und ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Oh, jetzt haben wir wieder zurück. Wie gesagt, da war der wohl auf Erkundungstour. Habe ich den jetzt erledigt. Und jetzt werde ich mich hier zu diesem Grabmal bewegen, das da irgendwo in dieser Felsspalte war, glaube ich. Ah, ist das hier? Achso. Zwei von meinen Rebellenfreunden. Ah, und irgendwo da muss es sein. Jetzt prügeln die sich hier schon wieder was. Toter! Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter! Eben. So. So, da bin ich am Eingang. Und dann erkunde ich den jetzt mal, sprich das Grab mal.